Am Wort ist nun Barbara Nessler von den Grünen. Liebe Kollegen und Kolleginnen, liebe Zuseher und Zuseherinnen. Im Mai wurde ich von einer erstaunten, eigentlich verärgerten Mutter kontaktiert, deren Sohn mit dem Namen Fabian gerade die schriftliche Matura hinter sich hatte und die Information bekam, dass die Familienbeihilfe auslaufen würde. Was folgt, war ein bürokratischer Aufwand mittels Papierform. Und nun sind wir im 21. Jahrhundert angekommen und ermöglichen nicht nur mit dem System Fabian, das auch so heißt, die elektronische Abwicklung, sondern verlängern auch die Familienbeihilfe nach Abschluss der Schulausbildung, die Familienbeihilfe um 4 Monate. Also um es symbolisch auszudrücken, Fabian hilft Fabian und seinen Eltern. Und als nächstes mit der Anpassung der Zuverdienstgrenze beim einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld und bei der Familienhilfe reagieren wir auch auf die reale Situation, weil die derzeitige Grenze von 7.300 pro Jahr nicht mehr zeitgemäß ist. Ich bin froh, dass ich meine heurige Rede mit 2 positiven Anträgen abschließen kann und ich hoffe, ehrlich gesagt war dieses Jahr auch nicht viel besser als 2020. Und ich hoffe, dass wir 2022, beziehungsweise bin überzeugt davon, dass wir im Kampf gegen die Corona-Pandemie weiter sein werden. Aber es ist ein Kampf gegen die Zeit. Und darum nochmals meine Bitte zum Schluss, lassen Sie sich impfen. Und was ich mir für uns wünsche, ist, dass wir in der Politik in eine ruhigere Fahrwasser kommen und euch, liebe Zuseher und Zuseherinnen, wünsche ich erholsame, schöne Feiertage und vor allem eines, bleiben Sie gesund. Danke. Die Abgeordnete Barbara Nessler von den Grünen.